Computerlogbuch Captain Picard, Sternzeit 55503,5. Obwohl die dritte Flotte dezimiert ist, haben wir Kontakt zu Captain Namura von der Allegheny aufnehmen können. Während der Schlacht gegen die Borg fand er heraus, dass es in der Nähe einen Borg-Nexus mit genauen Informationen über die Offensive der Borg im Alpha-Quadranten gibt. Die Sternenflotte hat uns mit einem Minenfrachter ausgerüstet, der über ein besonderes Interface für den Borg-Nexus verfügt. Wir haben Befehl, den Nexus einzunehmen, während der Minenfrachter tätig wird. Captain Picard, viele meiner Kameraden der dritten Flotte mussten für diese Information sterben. Sie müssen den Borg-Nexus einnehmen und die Bedrohung des Alpha-Quadranten finden. Bitte, ich wünschte, ich könnte an dieser Mission teilnehmen. Aber ich muss leider für eine vollständige Missionsbesprechung zum Hauptquartier der Sternenflotte zurückkehren. Gute Fahrt, Captain Namura. Vielen Dank, Captain Picard. Und viel Glück. Ja. Von wegen, der flieht doch einfach nur. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Trek Armada 2. Die Mission 7, Datengewinnung. Und was müssen wir denn hier machen? Bauen Sie eine temporale Forschungseinrichtung? Stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass es in dem Spiel das gibt. Finden Sie den Nexus der Borg, immer nehmen Sie den Nexus, eskortieren Sie das Datenschiff zum Nexus, beschützen Sie das Datenschiff, eskortieren Sie das Datenschiff wieder zurück. Und dabei sind Datenschiff, das nicht zerstört werden. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist das Datenschiff. Ihr beiden geht mal direkt hin. So, und wo haben wir denn hier was? Haben wir das Forschungslabor schon mal. Hier wird etwas gebaut. Irgendwo haben wir doch bestimmt einen Mond. Ja. Wir haben einen grünen Kopf bekommen. Was sieht noch so aus? Egal. Also. So, mal hier raus. Einmal hier, einmal dahin. Die ganze Flotte wird jetzt versammelt. So, haben wir hier erforscht. Dann brauchen wir einmal hier eine Erforschung. Dann einmal hier. Hier macht es einfach mal nur suchen. Ich bin mich gerade zu faul, ein bisschen rumzufliegen. Die Flotte ist ansehnlich. Kommt dann direkt hier raus. Einmal hier hin. Und einmal hier hin. Und wir sehen schon, grüne Nebel sind überall immer gut. Der grüne Nebel heißt Heilung. Und wir werden jetzt noch zwei weitere Schiffchen bauen. Zwei Akira-Klassen, um genau zu sein. Naja, das hier ist alles safe. Und es wundert mich, dass noch kein Borg gekommen ist. Na gut. Wir werden auf jeden Fall hier noch eine Sensordrohne bauen. Um mehr sehen zu können. Und hier kommen jetzt die... Oh! Wir haben verdammt viele Rohstoffe. So. Gesamte Flotte hier rüber. Und ja, das war klar. An diesem Bollwerk müssen meine Leute ja drauf gehen. So. Frage, was bauen wir? Oh. Nein, das macht nichts aus. Das macht Gott sei Dank nichts aus. So, einmal weiter warpen. Ah, sehe ich schon wieder eine Umlaufbahn von einem Planeten. Und den werden wir uns natürlich einverleiben. Und da habe ich doch dann eine richtig gute Idee. Oh. Ja. Das war jetzt mega gut, einfach in die Nebel hier rein zu warpen. So. Und zwar, muss man mit. Du baust dann hier etwas hin. Ihr bleibt alle hier. Und ja, du bist lebensmüde, das gefällt mir. Ich brauche mehr Leute wie dich. Nein, natürlich nicht. So, eine ganze Armada von Akira-Schiffen, das kommt immer gut an. Dann... Brauchen wir irgendwas? Nein. Du könntest uns aber jetzt eine Werft bauen.
Und wir brauchen hier noch zwei weitere und einen weiteren Bauer, Bauarbeiter. Denn ich möchte das hier einverleiben und ich möchte genau hier in das Eck und hier in das Eck einen Handelsposten bauen. Und ja, Handel betreiben. Wer hätte das gedacht? Ah. So. Ah. Da komme ich schon entgegen. Das ist sehr, sehr herrlich. So. Perfekt. Jetzt werden wir hier schon mal eine kleine Basis aufbauen. So. Und ihr kommt alle mit darüber. Ja, dürft euch alle kommen. Oh, oh, den müssen wir jetzt abfangen. Aha. Verdammt, das ist der. Was, so kleine Einheiten, das ist nicht gut. Swap den doch mal hinterher. Wie soll ich denn hier bitte eine sichere Route aufbauen? Wenn die ganze Zeit Einheiten sind vom Gegner. Oh, wow. Schnell hin, schnell hin, schnell hin. Oh, wow. Hier sind aber ganz schön viele Feinde, möchte ich doch mal behaupten. Was, wo kommt der denn schon wieder her? Ja, warpe bitte in deinen Tod. So. Einmal direkt hier hinwarpen. Und du da... Das gibt's doch gar nicht. Dieser verdammte Mineralienkollektor, der beraubt sich hier was. So. Ihr zwei. Hier hin. Du baust hier etwas hin. Und was zum... Jetzt habe ich aber dann langsam wirklich die Schnauze voll. Wir werden... Ich habe dich ganz genau gesehen da hinten. Brauchst dich nicht zu verstecken. Einmal hier, einmal dahin. Falls du doch denkst, du musst es. Machen wir einfach mal ein paar Schiffe der Galaxy-Klasse. Dann wird er schon rauskommen. Ich habe jetzt gerade Angst, weil irgendwie ist die Enterprise nicht mehr hier. Ich meine, du bist nicht die Enterprise. Nein. Aber wo ist die Enterprise? Enterprise? Ah, hier. Hier ist die Enterprise. So. Jetzt gibt es erstmal Unterstützung für euch Leute hier. Einmal hier und einmal feuern. Feuern? So, wir sind hier mal einmal feuern. Na gut. Nein. Du reparierst dich gefälligst. Meinst du mit einer kaputten Lebenserhaltung? Das ist nicht gerade gesund. Okay. Jetzt haben wir hier einiges gemacht und hier einiges gemacht. Ich ziehe es mal nach hier hinten hin. Beziehungsweise musste gar nicht. Wir sind relativ nah hier dran. Und sorgen einfach hier mal dafür, damit nichts weiter durchkommt. Nehmen wir hier direkt eine Sternbasis in Pflanzen. So. Alles klar, der baut noch fleißig. Für ja, Sachen bauen. Und noch zwei weitere. Dann können wir diesmal relativ rasch, möchte ich mal behaupten, angreifen. Ja, läuft alles hier, läuft alles.
Dann gehe ich in die Stützung, ja, ja. Das schaut richtig gut aus. Wenn es ja noch rechtzeitig fertig wird, könnten wir hier auch noch gleich anfangen zu forschen. Mini-Effekt, Nebula, Nebula, Nebula. Punktverteidigung. Zerstört sie ihn. Auch nicht schlechter. Oh. Aha. Danke, lieber Scout. Danke. Also den Planeten werden wir uns auch noch unter den Nagel reißen. Und schon, den kriegen wir, den kriegen wir. Achso, wir haben jetzt gerade die Rohstoffe gefehlt. Und aber hoffentlich jetzt nicht mehr. So. Soll ich mal das mir. Entschuldigung. Habe eben etwas gehustet. Ah, ich bin noch nicht 100% auf dem Dampfer. Aber hey, wir müssen üben. Es ist einfach mal Kribbelzeit. So, einmal hier das hinbauen. Aber dann die Tatsache, dass ich so geniale Sachen jetzt zocken kann. Und dass morgen, ja, ich muss sagen, Skyrim freigeschaltet wird. Ah, herrlich. So. 2, 3, 4, 5, 6. Hier brauchen wir nichts. Hier bauen. Töte den Harmonieverteiler. Du schaffst es. Nee, da kam es gerade nichts durch, oder? Das wäre es nämlich dann auch etwas zu fies. Und jetzt kommt schon, Mensch, jetzt Kinder. Ich kann nicht daneben. Doch, da kommt wirklich einer durch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das kommt davon, wenn man sich mehr Sternfälle anlegt. Sie kommt einfach und schießt alles. Nein, 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 nein. Ihr bleibt schön da. So. Eine Photonkanone. Einmal da bitte hinwarpen. Oh mein Gott. Ich kann noch nicht so viel auf alles, so viele Sachen auf einmal machen. 750, das fehlt mir jetzt gerade. Aber jetzt kann ich es bauen. So, einmal bitte die Flotte reparieren lassen. Oh, 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 oh. Ja, nee, ist klar, ist klar. Einmal wieder zurück. Und jetzt reparieren lassen. Dankeschön. Okay. Wir können hier wieder das erforschen, und zwar sind wir euch weit diesmal. Also, dreistes, das ist ja der Wahnsinn. So, hier meine komplette Flotte. Ich sagen, die zweite Flotte wird unsere Angriffsflotte. Die bekommt doch noch eine Sovereign mit dazu. Und da haben wir eh so viel, die zum haben, kaufen wir Latinum haben, kaufen wir uns Silizium so rum. So, einmal hier ein Torpedo hin. Es ist hoffentlich safe genug. So. Damit haben wir jetzt alle Schiffe dabei zusammen.
Dann machen wir den Karabiner-Deflektor. So, und einmal von hier nach da rüber handeln. Die Firma langt. Das waren jetzt alle. Yep, mehr brauchen wir rein theoretisch auch nicht. Das Wichtigste ist jetzt noch, dass wir hier die Sensorphalanx hinbauen. Und mit denen werden wir es einfach mal alle angreifen. Beziehungsweise, hier müsste doch eigentlich noch... Genau, du. Du fliegst mal hier hin. Und zwar schauen wir uns mal da hinten um. Weil wenn wir wirklich den Datenträger hin und zurück transportieren müssen, echt doch eventuell... wäre es mir lieber, wenn ich noch einen zweiten Weg hätte. Ah, oh. Da habe ich im Vorbeiflug doch glatt meinen Bock zerstört. So. Und sowas sehe ich gar nicht gerne. Da kriege ich immer Ausschlag von, wenn ich das sehe. Ihr könnt angreifen, so viel ihr wollt. Aber sowas macht ihr nicht. So, was haben wir denn hier? Du fliegst auch mal hier hin. Mal auch hier hin. So, beide. So, 100, da könnten wir doch erstmal die Schilde verbessern. Und dann drei von denen hier bauen. Oder zumindest einen Auftrag geben, sagen wir mal so. So, die handeln mit dem Latinum-Hut. Halt, nicht so weit nach vorne, nicht so weit nach vorne. So, die kommen zumindest nicht mehr durch. Und ich bin jetzt eigentlich geneigt, mal anzugreifen mit allem, was ich habe. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und eigentlich reicht es mir jetzt schon wieder hier. Die Borg, machen mich immer so aggressiv. So. Wo haben wir denn hier die Minenstation? Da haben wir die Minenstation. Bevor wir ein Radar bauen, bauen wir lieber erstmal eine Kanone hin. Ich meine, wenn es knallt, ist immer besser, als wenn es piepst. Halt, das wollen wir jetzt nicht. Das wollen wir. So, 3, 4. Brauchen wir noch ein paar weitere. Kann nicht schaden. So, einmal hier. Ich frage mich gerade ernsthaft, was die hier treiben. Braucht doch einfach mal dahin. Wenn ihr schon sonst schon so langsam seid. So. Das ist mit dem Dilithium auch mal abgeklärt. So, alles was wir haben, mal abfeuern. Nach den Informationen von Captain Namura ist dies nicht der Borg-Nexus, den wir suchen. Es muss einen weiteren in der Nähe geben. Ach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hätte ich Schirga. Oh Mann, oh Mann. Ja. Mein Gott. So, ja, ich muss auch mal richtig Glück haben. So. Einmal hier hin. Und einmal eine Kanone hin. Und du baust mir hier wieder einen Ressourcensatelliten hin. Der ist unbewohnbar. Das ist natürlich, ja. Naja. Jetzt möchte ich darüber wissen, kann das Schiff das nicht mehr. Oh mein Gott. Ne, ich hab's nicht. Ah, da ist es. Kann denn das warpen?
Nein, leider nicht. Wow. Das sind ganz schön viele jetzt auf einmal da. Da muss doch sofort mal die Flotte hochkommen. Und Waffen-Upgrade, immer gern gesehen. Und jetzt bauen wir mal jede Menge weitere Kriegsschiffe. Wir haben wieder genug Latinum, um etwas Lithium kaufen zu können. Und einmal nach hier und einmal nach dahin. Wir richten jetzt hier einfach mal einen kleinen Mini-Posten. Und ihr wollt mal darüber. So, ja, bin ich mal gespannt. Ich schätze einfach mal, der Borg, den wir suchen, wird hier oben irgendwo sein. Und war. Alpha, also warum zerstört es einfach nicht? Okay, man könnte es jetzt opern. Doch auch man könnte, muss aber nicht. Ich meine, man muss nicht, aber trotzdem. Ich mag keine Borggebäude in meinem Gebiet. Ja, das ist einfach mal mein Gebiet. So. Der konstruiert fein, so ich weiter. Was wir hier jetzt brauchen, ist eine Sternbasis.